Hallo mein lieber Widder und auch hallo an alle anderen, die eingeschaltet haben. Schön seid ihr alle hier. Herzlich willkommen auf meinem Kanal Vika Stern, lieber Widder. Lieber Widder, wir machen heute ein Kurzreading und zwar zum Thema Liebe. Ich werde zur gleichen Zeit noch ein weiteres Kurzvideo hochladen und zwar zum Thema Karriere. Darfst du dir auch gerne anschauen, falls du das Thema Beruf zurzeit auch hast. Aber hier bei dieser Legung geht es wirklich um das Thema Liebe. Wir schauen uns deine Hauptenergie an, dein Hindernis in der Liebe. Wir schauen uns auch an, was musst du zwingend wissen? Was kommt auf dich zu? Was gilt es zu beachten? Wir schauen uns auch den Rat an und wie immer dein Schattenthema, was siehst du nicht, solltest du aber sehen. Lieber Widder, diese Legung ist wirklich für alle, die die Widder-Energie auch fühlen und leben. Das heißt, du kannst wieder im Aszendenten sein, in der Venus, im Mond, im Sternzeichen. Du musst dich einfach damit identifizieren können. Also erzwinge nichts, wenn du die Widder-Energie nicht fühlst, dann wird auch diese Legung nicht für dich sein. Also hier wirklich ganz, ganz wichtig, du musst diese Energie fühlen. Behalte aber auch im Kopf, dass gewisse Botschaften vielleicht nicht für dich sind, sondern für dein Gegenüber oder für jemanden, der mit dir verbunden ist energetisch. Das heißt, wenn du vielleicht dein Gegenüber ist wieder, dann kann es natürlich sein, dass hier Botschaften sind auch für dich, obwohl du vielleicht überhaupt keine Wiederplatzierungen hast. Nichtsdestotrotz, vergiss einfach nie, das ist eine allgemeine Legung, das heißt, nicht jede Botschaft wird für dich sein. Und fühle in dich hinein, deine innere Stimme sagt dir, was zu dir gehört und was eben nicht. Wie immer, alle Infos zur persönlichen Legung findest du unten und auch den Link zu meinem Instagram-Kanal findest du auch unten, darfst du gerne reinschauen, mir auch da folgen, würde mich sehr darüber freuen. Ja, dann würde ich sagen, starten wir doch lieber wieder die Liebe. Hier geht es um die Liebe. Was solltest du wissen, musst du vielleicht unbedingt auch hören. Lieber wieder die Liebe. Wieder bitte, für wieder. Hier Stopp, nein, doch, hier ist das Stopp. Wissen. Luftgeist. Wenn du das hast, du es mit einem Luftzeichen zu tun oder du möchtest etwas über einen Menschen mehr erfahren, wissen oder jemand möchte mehr über dich erfahren. Ich sehe auch, dass du vielleicht ich suche nach einer es geht irgendwie um eine Antwort oder um eine Erkenntnis oder vielleicht möchtest du wissen, wo die Person gerade steht. Vielleicht hast du auch gerade keinen Kontakt. Thema Antworten, Wissen erlangen über einen Menschen oder jemand, kann auch gespiegelt sein, möchte wissen, wo du gerade in der Liebe stehst. Schauen wir mal lieber wieder. Was ist dein Hauptthema mit dem Tarot? Dein Hauptthema, lieber wieder. Der Herrscher, in deine Kraft kommen. Eventuell hast du es auch mit einer Person zu tun, vielleicht Thema, wo beruflich sehr ambitioniert ist oder auch selbstständig. Oder die Person kann eben auch die Energie vom Wiederleben, also haben. Aber hier geht es auch um das Thema Augenhöhe. Sich auf Augenhöhe begegnen, sich nicht klein machen, aber auch nicht aufblasen. Und das kann eventuell ein Thema sein, sich wirklich auf Augenhöhe begegnen und dass du dich eben nicht klein machst, lieber wieder. Ich habe auch das Gefühl, es geht ein bisschen um das Thema dein Liebeserleben erschaffen, weil der Herrscher erschafft sich sein Reich. Der lässt nicht andere über sich bestimmen, sondern der trägt Verantwortung. Er nimmt die Verantwortung des Lebens und gestaltet sein Leben. Und je nachdem, wo du in der Liebe stehst, kann das ein Thema sein, dass du vielleicht dein Liebesleben in die Hand nehmen solltest und es so gestalten darfst, dass es dir gut geht.
wieder Energie, Thema auch Unternehmertum, jemand, der sich sehr stark zum Beruf hingezogen fühlt. Zweiter Schwerter, auch Zweifel liegt, also ich sehe hier auch Zweifel, vielleicht zweifelst du an einer Verbindung, du zweifelst vielleicht, ob du überhaupt Zeit hast für die Liebe oder ob diese Person überhaupt Zeit hat für die Liebe. Die Herrscherin, Vaterschaft, Mutterschaft, die Frage oder auch Thema, kann man genug Zeit investieren, dass sich da wirklich etwas entwickeln kann? Hat man überhaupt Zeit dafür? Ressourcen. Möchte man auch Energie in das investieren? Entweder ist das dein Thema oder ist das Thema von deinem Gegenüber. Schauen wir mal, was ist dein Hindernis? Lieber wieder. Schon wieder zweiter Schwerter. Zweifel. Warum der Zweifel? Was haben wir hier? Du bist nicht sicher, ob diese Person zu deinem Weg gehört. Oder hast du Angst, dass diese Person dich blockiert? Schauen wir mal, warum? Warum Zweifel? Oder hier ist noch eine Seelenverbindung im Spiel. Schauen wir mal, zwei Schwerter, warum Zweifel? Zweifel, ob da wirklich die Leichtigkeit kommt, ob die Liebe auch wirklich kommt, ob die Liebe sich entfalten kann. Vielleicht auch Angst, dass man etwas nicht sieht, eine Seite von jemandem nicht sieht oder noch nicht alles kennt von einer Person. Hier liegt der Zweifel irgendwie, also Zweifel daran, dass die Liebe überhaupt kommt, weil du so beschäftigt bist zum Beispiel, große Ziele hast. Aber ich muss dir ganz ehrlich sagen, lieber wieder, wenn eine Person wirklich zu dir gehört, dann fühlt es sich nicht an wie eine Mauer. Dann fühlt es sich an, als hättest du Flügel. Glaube mir. Dann hast du das Gefühl, du kannst Berge versetzen. Das gibt dir so viel Power, auch im Berufsleben. Wenn du natürlich mit der falschen, also mit der Person, wo die Energie halt nicht matcht, zusammen bist, dann fühlt es sich an wie ein Hindernis. Dann fühlt es sich nach Ziehen und Zerren an. Aber das andere fühlt sich leicht an. Das heißt nicht, dass keine Probleme da sind. Das heißt einfach, dass die Grundenergie leicht ist. Auch wenn vielleicht gewisse Probleme da sind, kann man diese lösen, weil die Grundenergie ist eben leicht. Schön. Aber hier ist bei dir der Zweifel. Was musst du zwingend wissen? Was könnte auf dich zukommen? Fünfter Münzen. Vielleicht das Gefühl haben, ich bin noch zu wenig gut oder man fühlt sich so ein bisschen wie zweite Wahl. Oder man hat das Gefühl, ich bin noch zu wenig erfolgreich, muss zuerst ein bisschen mehr Geld machen. Natürlich jetzt nicht bei allen. Wir haben hier den Wagen, Krebsenergie und Asterschwerter. Also hier kommen, ich sehe, dass wichtige Gespräche kommen, also Chance für ein Gespräch. Ich sehe auch, dass jemand auf dich zukommt und ein Gespräch möchte. Kann auch sein, dass du auf jemanden zugehst und ein Gespräch möchtest. Aber das sind Chancen, du kannst da auch Nein sagen. Aber ich habe irgendwie das Gefühl, du solltest das Gespräch annehmen, aber erst dann, wenn du dir selbst sicher bist, was du möchtest, was deine Wahrheit ist. Der Wagen deutet auch darauf hin, Thema, steuerst wirklich du dein Leben oder lässt du dein Leben von anderen steuern? Spezifisch jetzt im Liebesleben. Das heißt, bist du unglaublich flexibel? Passt du dich extrem an, dass ja deinem Partner oder dein Gegenüber, dass es bequem ist, aber vergiss dabei dich selbst. Da ein bisschen, falls das dein Thema ist, ein bisschen an der Nase nehmen, dass du allein über dein Leben entscheidest und dass du dein Steuerrad des Lebens nicht abgibst. Das wäre Verantwortung eben abgeben. Ich sehe hier eine schnelle Energie, dass jemand auf dich zukommt und dass dann
falls du diese Energie annimmst, eine Klarheit kommt. Eine tiefe Klarheit, offene Gespräche. Ich habe auch das Gefühl, es könnte eine Stagnation auflösen für dich selbst. Und dahinter verbirgt sich eine wertvolle Chance für persönliches Wachstum, für Transformation. Skorpionenergie haben wir hier auch. Also hier ganz stark das Thema Wachstum, große Chancen, wenn man bereit ist, auf dieses Asterschwert zuzugehen. Was ist der Rat? Was ist der Rat? Justice. Justice ist auch die Trennungskarte. Löse dich von Menschen oder von Gewohnheiten, oder? Es müssen ja nicht Menschen sein, können auch Gewohnheiten sein oder von Gedanken, die nicht deine sind. Löse dich von Entscheidungen, die nicht deine sind. Löse dich von, ja, von auch von dem People-Pleasing, oder? Dass du Angst hast, jemanden auf die Füße zu treten. Und warum tust du das? Weil du das Gefühl hast, dass du vielleicht zu wenig gut bist. Also hier wirklich komm ins Gleichgewicht und löse dich von all dem, was dich davon abhält, was deins ist. Was liegt im Schatten? Was siehst du nicht? Das Schicksalsrad. Ui. Hohe Priester. Also hier könnte eine Verbindung kommen, wo sogar daraus eine Beziehung entstehen kann. Vielleicht sogar ein Lebenspartner, also ein Partner fürs Leben, sehe ich hier. Aber die Person liegt im Schatten. Warum liegt diese Person im Schatten? Es kann sein, dass diese Person dir noch nicht begegnet ist, dass die Zeit einfach noch nicht reif ist dafür. Oder du hast es noch nicht erkannt, je nachdem, wo du stehst. Also ich sehe hier eine schicksalshafte Begegnung, eine wichtige Begegnung, eine Begegnung, die mit auch Lernaufgaben verbunden ist, sind. Für das persönliche Wachstum auch. Sehr interessant und spannend. Das waren die Karten lieber wieder. Vielen Dank fürs Zuhören, Zuschauen. Lass ein Like da, abonniere meinen Kanal und bis zum nächsten Mal. Ciao.